Ja, gar nicht mal schlecht. Wobei, das da ist irgendwie nicht so wirklich attraktiv bisher. Naja, gibt hübschere. Das hier zum Beispiel ist ganz hübsch mit den applizierten Bäumen an der Fassade. Das ist ein krasses Dach. Mal sehen, da entsteht so ein ähnliches Haus. Oh, da hat sich jemand ein Baumhaus gebaut. Was haben wir hier hinten? Hier haben wir übrigens die Arena. Jo, schöne Arena. Oh, da kann man bei denen in den Vorgarten spannen. Aha, da hinten ist noch was. Da ist auch noch was. Na ja, gut. Gucken wir mal, was wir sonst noch so auf der Karte finden. Vielleicht finden wir noch was, naja, gut, was Spektakuläres werden wir wahrscheinlich nicht finden. Wobei, wir waren noch gar nicht in seinem Keller, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal kurz in seinen Keller gehen. So. Gehen wir mal in seinen Keller. Oh, hier ist wieder ein Schild. Lager. Okay. Ja, ist klar. Keller, Lager, gleich. Zack, eine Bar reinbauen. Ja, ja, ja. Jetzt kann ich die Dinge auch öffnen. Tränke. Was ist das hier? Premium Shit. The Bar. Oh cool, mit Wasser vor den Fenstern. Gut, mehr ist hier nicht. Gehen wir mal wieder zurück. Ja, ich hätte auch über den Tresen springen können, ich Idiot. Wir sind hier bei Minecraft. So, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Ach, hier sind wir reingekommen. Vorratslager. Aha, okay. Mit Türen davor. Oh, hier geht's noch weiter nach unten. Was haben wir hier? Ach so, hier hat er nur sein Lager. So, mit verschiedenen Sachen. Auch schön hier mit dem Holz da in der Ecke. Und hier die Decke. So, obwohl das ist, glaube ich, wahrscheinlich von oben noch. Was haben wir hier? Lager, Lager steht da dran. Ach, da hat der Junge sich ein Portal in den Keller gebaut, obwohl auf dieser Welt der Nether gar nicht aktiviert ist. Yo, ich würde mal sagen, der hat sein Grundstück ausgehöhlt. Hier noch mehr Lager bei ihm. So in etwa habe ich mir das auch vorgestellt, wenn ich dann quasi unter mein kleines Strandhaus gehe, dann so einen richtig schönen großen Lagerraum, so wie den hier. Na, tiefer geht's jetzt nicht. Was hat er denn hier drin? Seine Netawarzenfarm. Ja. Und ich frage mich gerade, was ist hier hinten noch? Nee, hier ist er scheinbar gerade noch am Bauen. Also von daher, ja, ich hoffe, ihn stört das nicht, dass ich einfach mal so sein Haus in diesem Video gezeigt habe. Also, wenn ich seinen Kanal rauskriege, dann verlinke ich den auch in der Beschreibung, falls das jemanden interessiert. Und dann gucken wir mal, was sich noch so auf dem Server hier verbirgt. Na gut, da wollte ich jetzt nicht hin, das ist nicht so hübsch. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Ich kann ja mal spaßeshalber einfach mal in die Arena gehen. So, Bunnyhopping, das Übliche. Ich hoffe, dass... Wow, die sind hier auch irgendwie ständig am Verändern. Wow. So. Hier ist sogar offen. Gucken wir einfach mal rein. Aber hier schnell die Treppe hoch, sonst geraten wir noch in den PvP-Bereich. Wobei, nee, man kommt nicht weiter nach oben. Können wir hier mal gucken? Oh, jetzt haben sie hier das... sie haben die Zäune erhöht. Ich nehme mal stark an, dass das Problem war, dass manche Leute über die Zäune rübergesprungen sind. Also hier ist die PvP-Arena. Auch sehr hübsch hier mit der roten Wolle da oben. Und hier kann man sich dann hinstellen und kann dann hier zugucken, wie die hier ihre Kämpfe austragen. Hin und wieder nachts so, keine Ahnung, hin und wieder nachts so gegen 3 oder 4 Uhr findet man hier auch den ungespielt, wie er mit ein paar Leuten sich fetzt. Ich esse aber erstmal kurz einen Keks. Ja, der Server ist gar nicht gerade ein bisschen am Laggen. Ah, jetzt geht's. So. Dann gucken wir mal weiter. So, hier gibt es nämlich noch eine zweite Arena, aber da muss ich ein bisschen laufen, um da hinzukommen. Dieses Pokémon-Ding. Was hat er denn da oben gemacht? Ach, wie süß. Das ist aus Super Mario. Ein kleiner Geist. So. Aber echt, das finde ich schon, sieht schon beeindruckend aus, wenn man sich das so von außen anguckt. Ach ja, genau. Ich wollte ja mal in diese Richtung hier rennen. Einfach mal ein bisschen gucken. So, da hinten ist nämlich das Einkaufszentrum. Ich weiß noch gar nicht, ob das schon eröffnet wurde. Weil, ja, sagen wir es mal so. Wie man hier sieht, alles so schön custom-mäßig gebaut. Und,
Weiß gar nicht, also als ich letztes Mal hier nachgeguckt habe, war das noch überall... Ja, hier ist zu. Das ist wahrscheinlich die Einfahrt. Also letztes Mal war das alles vergittert, da konnte man hier noch nicht rein. Okay, es sieht auch noch nicht wirklich fertig aus hier. Also da wird scheinbar noch gebaut dran. Das ist auch hübsch. Mit Treppen, oder? Ja, mit Treppen. Ja, ist definitiv noch zu, das Einkaufszentrum. Weil hier kann man sehen, hier, da kommen dann die Läden rein. Irgendwo gibt es ja auch einen Rewe, oder zumindest gab es mal einen. Beziehungsweise nicht Rewe, sondern das wurde ja dann umbenannt. Es gab so ein paar Leute, die hatten dann so ein bisschen, die mochten das nicht, das so markenmäßig. Ja, auf jeden Fall, das ist das Einkaufszentrum. Ich dachte, vielleicht hätte mal jemand was da reingebaut, aber bisher ist es noch recht leer, wie man hier so schön sehen kann. Nein. Hier, recht leerstehend. Und, so, ich kann ja mal auf der Karte rauszoomen, damit man so ein bisschen mehr sieht. In der Richtung ist noch nichts, wie man auf der Karte sehen kann. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Lalalalala. Also ich habe so den Eindruck, dass auf meiner Seite der Karte noch nicht wirklich viel los ist. Also. Ach, die Kekse halten aber auch echt nicht durch. So. Lalala. So, also ein Haus haben wir schon gezeigt. Ich nehme mal stark an, dass ich wahrscheinlich irgendwo hier schneiden werde jetzt gleich. Das ist auch eine krasse Konstruktion. Aha. Press that button. Was? Revos Gammlerhütchen. Aha. Können wir mal gucken. Obwohl, hier ist es dunkel und mit dem Shader sehe ich hier absolut gar nichts. Also von daher, was ist das denn hier für Schilder? Viva la ungespielt, Freiheit für die Community. Okay, was geht denn hier ab? Das ist schon das zweite Mal, dass ich dieses Schild sehe. Komisch. Das ist aber auch interessant hier. Sollen wir da mal reingehen? Ja, klar. Ich gehe einfach mal rein. Vielleicht sollte ich erstmal vorher nachgucken, wem das Grundstück gehört, bevor ich einfach so in fremde Grundstücke latsche. Mal gucken. Das Schild. Das Schild ist natürlich auf der gegenüberliegenden Seite. So, hüpp, hüpp, hüpp. Unix HD. Okay. Ja, gehen wir doch mal runter. Also irgendwie, wow. Ich wollte gerade sagen, ziemlich psychedelisch hier. Okay. Interessante Konstruktion. Da unten dann die Öfen. Aber irgendwie nicht so wirklich. Naja, also. Mein Ding ist es jetzt nicht. Wirkt eher wie so eine Fußballtribüne. Na gut, gucken wir mal weiter. Wobei, es wird jetzt Nacht. Das heißt, jetzt können wir wahrscheinlich sowieso nichts mehr sehen, wenn wir in... Da hat jemand aber so eine richtig schöne Farm. Wobei mir einfällt, ich habe noch gar keine Melonen, oder? XX Padlet X. Ob da noch ein X ist, weiß ich nicht. Passt auf jeden Fall nicht mehr aufs Schild. Was ist das denn da für ein Haus? Das sieht ja cool aus. Wie wird denn das? Zizzle 97. Okay. Ob das nur in meinem Texture Pack liegt, weiß ich jetzt nicht. Aha. Krass. So mit einem Wasserfall in der Mitte. So, Brunnen. Aha, da kann man rausgucken. Gehen wir doch mal rauf. Ist noch recht leer, das Haus. Gucken wir doch mal. Vielleicht ist oben mehr. Ja, hier oben ist schon ein bisschen mehr. Hier, so mit dem Balkon. Ja, Wasser. Okay. Gehen wir mal ganz nach oben. Jo. So ganz fertig sieht das aber noch nicht aus. Aber von außen wirklich ein cooles Design. Von innen, naja, gut, noch ausbaufähig. Also sprich, die Inneneinrichtung ist jetzt noch, wie man hier sieht, ziemlich kahl. Aber, naja, gut. Wie gesagt, ich messe das jetzt alles an dem ersten Haus, was ich quasi im letzten Part gezeigt habe. Wenn ich jetzt noch nicht den Part gewechselt habe. Also, was ich davor gezeigt habe, was ist das hier? Was? Du kommst hier nicht durch, guck dir meinen Skinpack an, da gibt's auch ein ungespielt.
bis zum 7.7.13 weg, Urlaub und so, besucht doch stattdessen meinen YouTube-Kanal Brainstream. Okay. Oder besucht Erik 0902, baut geile Häuser. Zeichenaufträge an meinen Kanal. Aha. Na gut. Das Blöde ist, da komme ich nicht rein, weil da Schilder an den Türen sind. Aber ich kann ja mal durchs Fenster spannen. Ja, doch. Hier so ein kleiner Garten. Indoor. Da hinten so, aha. Ja, da geht's nach oben. Hm, das mit den Cobblestone-Zäunen, das gefällt mir so als Stützen. Tja. Gehen wir doch mal weiter in die Richtung. Mal gucken, was wir hier noch so finden. Jetzt ist es ja mittlerweile Nacht auf dem Server. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch. Bei YouTube ist das ja teilweise alles noch mal ein bisschen dunkler. Herzlich willkommen. Da ist ein Herz drauf, also sollen wir reingehen. Das ist cool mit so einer Brücke. Aha. Gucken wir uns noch einfach mal um. Wobei, hier könnten ein paar Treppen nicht schaden. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich den Knopf hier drücke, ob ich dann... Ach so. Bin ja auch doof. Ach. Hier drin ist noch eine Druckplatte. Da müsste ich... Nein! Ich kann keine Druckplatten betätigen. Man kommt ja nicht mehr raus. Aber gucken wir uns doch einfach mal um. So, hier ist scheinbar ja so Vorrat und sowas. Der hat weniger Platz in seinem Haus, sondern mehr für den Garten quasi reserviert an Platz hier auf dem Grundstück, wie man hier sehen kann. Gehen wir doch einfach mal nach oben. Oh, hier ist ein Braustand. Ich frage mich gerade, kann ich die Braustände eigentlich... Nö, kann ich nicht benutzen. Dachte schon. Hier ist die Treppe auf einmal zu Ende. Okay, hier hat er sein Enchantment Table. Ja. Also wie gesagt, bisher kommt noch kein Haus so an das erste ran. Und dadurch, dass ich nicht auf eine Druckplatte stehen kann... kann ich da einen Keks drauf werfen? Na toll, der Keks landet draußen. Keks? Das gibt's ja nicht. Die Kekse landen draußen vor der Tür. Ich komm nicht raus. Ich muss zurück zum Spawn. Oh, apropos Spawn. Können wir auch mal gucken, was sich hier so geändert hat. Aber wie es scheint, haben sie den abgesperrt. Ich hätte beim letzten Mal vielleicht reingehen sollen. Mit ein paar Ambossen, Amben, wie auch immer. Aha, ein paar Pistons als Deko. Na, da können wir leider nicht durchgucken. Also hier ist dicht. Gucken wir mal. What? This is a room from our sex slave butters. Okay. Ganz normal sind die manchmal. Ah, egal. Das ist auch ein cooles Haus. Können wir da rein? Also dann gucke ich mir gleich den Spawn an. Erst gucke ich mir das Haus da an. Das ist auch krass. Alter. Da gehe ich als nächstes hin. Wenn ich bei dem Haus auf der rechten Seite auch irgendwo einen Eingang finde. Das ist auch geil. Alter, hier geht... Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. In dieser Gegend hier gibt es viel geilere Gebäude als in meiner Gegend. Obwohl das erste Haus war schon nicht schlecht. Na gut, aber das hier... Junge, das musst du nochmal überarbeiten hier. Wird RIP Klaus Thaler? Er war doch VIP. Ach so, stimmt. Klaus Thaler hat, glaube ich, ungespielt in einem der letzten Streams in den Knast gesteckt. Nur so aus Spaß. Okay. Gut, also bislang sieht es mehr aus wie eine Ruine. Von außen ist es wesentlich imposanter, muss ich sagen. Von innen, Ruine mit Bäumen. Na, Menno, da dachte ich jetzt schon, ach, geiles Haus, so von außen hier, hallo? Aber ist halt leider noch nicht fertig. Na, mal sehen, wenn ich das nächste Mal hier auf dem Server bin, was wahrscheinlich so erst in 1 bis 2 Wochen sein wird, weiß ich nicht. Mal gucken, wie das dann aussieht. Was, die GK-Preise sinken? Schattig hier. Ach so, wegen dem Baum hat man hier so viel Schatten auf diesem Grundstück. Alter, krass, was ist das denn?